Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in einer neuen Vorschau von Garbage. Wir hatten ja neu angefangen. Ich sage jetzt gar nicht mehr die Folgennummer. Ich glaube, es ist die 4 wahrscheinlich. Ich weiß es aber nicht. Wir haben letztes Mal die Garbage-Invasion geschafft und jetzt müssen wir weiter aufbauen, müssen uns stärken und müssen gucken, dass wir, ich glaube, Kunststoff fehlte als letztes, damit wir hier noch unser Trainingsgelände erweitern können, ne? Wir haben ja so eine Matte und Dingens und uns fehlt jetzt noch der vierte Teil. Aber das alles machen wir noch im Intro. Bis gleich. So, dann legen wir mal los, auf Spielgeschwindigkeit 1 gegangen und geschaut, was wir hier machen können. Ja, hier ist jetzt glaube ich nichts. Wir können jetzt hier trainieren wahrscheinlich. Gucken wir mal hier rein, was brauchen wir denn am meisten? Also wir haben hier das schon ein bisschen vorangetrieben. Das Grüne geht nicht, dann müsste das hier, ist glaube ich auch die blaue Matte, dann lass ihn da mal machen. Dann kriegen wir hier Ausdauer dazu. Ja, wäre schön, wenn es läuft. Hatte ich nicht eben schon Speed angemacht? Weiß ich jetzt nicht. Er trainiert jetzt und er kriegt diesen hier dazu. Wunderbar. Und das ist der rote, das Dingens. Und der Boxsack wäre dann der blau, der grüne. Und der fehlt uns aber. Da haben wir schon einen Punkt, sehe ich gerade. Also haben wir das auch schon irgendwie ein bisschen vorangetrieben, ne? Und er ist K.O. und geht wieder ins Lager und ruht sich aus. Ja. Was ich sagen kann, ist definitiv, dass es ja, jetzt meine Kamera zum Beispiel komplett weggehauen hat. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das wieder ans Laufen kriegen. Also das ist bei dem Spiel so ein bisschen gruselig, weil es halt Dingens ist, wie heißt es, mit Proton läuft und das läuft relativ schlecht. Und ja, müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie durchkriegen. Ne? Aber ich will es euch zeigen und das geht auch irgendwie so. Ne? So ein bisschen klappt es ja. Es stottert manchmal, aber das kriegen wir schon hin. Er trainiert weiter blau, das will ich ja auch. Da soll er mal Level 1 von kriegen hier. So, er ist wieder K.O., er geht wieder schlafen. Das macht er alles von selber, da brauche ich jetzt gar nichts machen. Solange ich das angeklickt habe, macht er das immer wieder. Man muss halt nur gucken, dass man halt was zu essen kriegt und nicht verhungert und nicht stinkt. Dann geht man hier duschen, ne? Ja, und das Letzte, was ist das? Wärme. Ja, das ist Winter, da müssen wir dann gucken. Im Wärme ist ja momentan ist wohl Sommer oder was. Kann man irgendwo bestimmt hier auch sehen. Regnerisch, 10 Grad da oben. Naja, 10 Grad ist nicht gerade Winter, ist nicht gerade Sommer. Aber naja. So, letzte Runde. Jetzt müsste er eigentlich der Stufe Anstieg kriegen, ne? Oder? Ja, vielleicht reicht es nicht ganz, ich weiß nicht. Nee, oder? Nee, er muss nochmal pennen gehen, damit das klappt hier. Okay, werden wir aber auch hinkriegen. Hier ist ein Tag und 22 Stunden. Wir müssten auch ein bisschen gucken, dass wir noch andere Rohstoffe kriegen dann. Weil irgendwo kriegen wir hier ja nichts mehr aufgesammelt. Ich weiß gar nicht, ob wir schon im anderen Feld waren beim Neustart. Aber das müssen wir jetzt gleich mal gucken, ne? So, er ist wieder fit. Jetzt muss er da nur einmal ein Sit-up und eine Liegestütze machen und dann war es das. Na, zwei hat er gemacht. So, jetzt sind wir hier unten im Skill Tree. Und können hier stehlender Schlag machen. Oder Taumelkick. Energie 3, Geschwindigkeit, Klingzeit 3,5 Sekunden. Schaden 2 bis 4. Und hier haben wir. Schaden 4 bis 5, Energie 4, Geschwindigkeit. Ja, ich glaube, wir nehmen mal den. Lernen wir den, ne? Kann ich den jetzt da reinpacken? Also, ich kann hier. Ah, doch, jetzt geht's. Okay. Jetzt haben wir die drei Skills. Da können wir jetzt was mit anfangen. Er soll jetzt mal aufhören zu trainieren. Ach ja, er geht erst vielleicht noch ausruhen vorher. Bevor wir fit sind. Wenn wir fit sind, würde ich sagen, gehen wir dann rüber, ne? Gucken wir mal in ein anderes Feld hier auf unserer Karte. Jetzt ist Nacht. Nacht sind alle Katzen grau, oder wie war das? So, jetzt gucken wir mal hier in die Karte. Wir gehen in den Vorort. Und dann können wir ja nur zu Electric Avenue gehen. Das Video sehen wir nicht, protonbedingt. Aber ich glaube, da ist auch nicht so viel zu sehen.
Etwas Kleingeld dran übrig? Nee, ach, hier sind wir schon sozusagen durch. Hier waren wir schon, okay. Rapunzel, die wollte noch ein paar Blumen haben. Da haben wir uns auch schon drum gekümmert, ne? Gut, das bedeutet, hier sind wir fehl am Platz. Bestätigen. Nochmal auf die Karte. Okay. Eigentlich können wir zum Spielplatz gehen, aber das können wir doch noch nicht. Ja, das ist ja interessant, ne? Andere Orte sind noch nicht freigeschaltet, da sind überall noch Schlösser dran. Diese Bereiche sind keiner. Also ich kann nur hier hingehen, wenn. Und hab jetzt nix. Was ich noch machen könnte dann. Was kann ich denn hier tun? Da brauche ich ein Schloss für. Ich kann hier, aber vielleicht muss ich am Tag nochmal wiederkommen. Das könnte natürlich sein. Dann lass uns wieder zu unserem Heimatstandort gehen und hier vielleicht nochmal ein bisschen trainieren. Essen, können wir Essen kochen? Nee. Nee, das war falsch. Wir müssen da, glaube ich, und dann da rechtsklicken, dann macht er das erst. So, gucken wir, dass die 2 dann ein bisschen höher wird. Er hat Hunger, das sehe ich schon, ja. Leider können wir hier nichts zu essen kochen, weil wir keine Rohstoffe dafür wahrscheinlich haben. So, jetzt geht er wieder pennen. Haben wir denn hier was? Beseitige die Schläger, die den Bereich des Allee besetzen. Ah, das muss dann tagsüber sein, ne? Okay. Er ruht sich erstmal aus noch. Jetzt ist Tag und dann wollen wir tagsüber gucken, ob wir die Schläger da loswerden. Aber vielleicht sollten wir doch erst hier noch eine Stufe höher kommen. Ja, er macht das ja schon. Ist ja nicht ganz viel mehr. Einmal, zweimal schlafen, dann haben wir das. Oder ausruhen, sagen wir es so. Aber unser Essen, das ist ganz wichtig hier, ne? Jetzt ist er wieder kaputt. Jetzt noch einmal pennen. Vielleicht schauen wir es noch vor dem Abend dahin. Aber wahrscheinlich auch nicht. Ja, die Invasion kommt natürlich 21, 20 Stunden. Da müssen wir aufpassen hier. Ich glaube, wir machen erst das und gehen dann ins andere Feld. Da müssen wir schauen. Er geht jetzt nochmal trainieren, wird noch ein Level abkriegen. Und ja, das mit Ausruhen wird dann auch noch klappen, aber dann nicht mehr trainieren, glaube ich. Er hat Hunger und er duftet schön wohl. So, dann geh du mal duschen. Und ich gucke nach dem Skill. 6 bis 10 Schaden. Zweiter Atemzug, das ist so ein bisschen passiv wohl. Möchte den und möchte den auch hier dahin lernen. Jetzt haben wir den Tritt, gut. Okay, er geht duschen. Ach, da ist Pause gewesen, okay. Jetzt fühlt er sich auf jeden Fall sauber. Und jetzt ist unser Problem, dass wir hier noch hin wollen. Und gucken, ob die da sind. Ja, die sind da. Das ist die Frage. 13 Stunden, ja, das machen wir mal, ne? Bestätigen wir das mal. Den Kampf müssen wir jetzt eingehen. So, komm schon. Ich weiß nicht, warum er jetzt hier nicht mag. Ah, weil ich wahrscheinlich nicht ausgeruht bin, ne? Jetzt habe ich ihn zum Glück noch K.O. geschlagen. Und wir haben was zu essen bekommen, das auch sehr wichtig ist. So, jetzt gehen wir erst zurück, weil wir müssen erstmal ausruhen. Wir sind ja total fertig. Er isst jetzt gerade. Hat er auf jeden Fall gemacht, meine ich, ne, oder?
Ja, er hat die Portion gegessen. Soll aber erstmal ausruhen. Weil wir hier. Nee, nee, du gehst schlafen. Das hast du falsch verstanden. Die 25 Punkte müssen wir holen und wir müssen hier fit werden. Und wir haben noch den zweiten Schläger da. Hier sind es nur noch 8 Stunden. Ja. In dem anderen Lager können wir jetzt, glaube ich, noch nichts finden. Wir müssen erst den Level abmachen. Dann lass uns hier noch ein bisschen trainieren gerade. Aber das ist nicht ganz viel. Dann müssen wir hier, zack, schlafen wieder gehen, weil wir müssen fit sein für den Kampf hier. Er ist schon ausgeruht, okay. Aber das ist dann erstmal so. Ja, wir können jetzt hier leider nichts machen. Er hat immer noch Hunger. Wie viel hat er denn Hunger? Okay, 32. Das müssen wir bearbeiten, ne? So, jetzt kommt die Invasion. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da passend was machen. Ja, wir haben 25 gegen 24, ne? Ja, würden wir denn mal hier was machen? Okay, er hat das irgendwie abgewehrt wahrscheinlich immer, ne? Was haben wir jetzt hier gekriegt? Schrott oder was? Ich glaube, es ist Schrott, ne? Okay, dann geh du mal pennen, damit du wieder fit wirst. Und dann müssen wir noch den zweiten da auf der Straße kaputt machen, ne? Das sieht erstmal alles gut aus, oder? Oh, Lebensenergie ist voll, Ausdauer gleich auch. So, jetzt gehen wir Electric Avenue und der zweite Schläger wird jetzt hier noch sein Debüt feiern. Aber der ist ja nicht so stark, ne? Wähle einen Kämpfer aus. Machen wir. Wäre schön, wenn hier was passiert. Ja, schon K.O. Gut. Okay, das läuft, ne? Was ist das? Glas. So, jetzt haben wir hier den Dingens seine Aufgabe hier erfüllt, glaube ich, ne? Quest completed. Welches Geschenk kriege ich? Geld. 500 oder was ist das? 2. Okay, das hat mir jetzt nicht so ganz so viel gebracht, ne? Hey, ich habe dich beim Kämpfen beobachtet. Sieht aus, als könntest du ein paar zusätzliche Hände gebrauchen. Ich schließe mich deiner Suche für etwas Geld an. Ja, das machen wir jetzt, ne? So, jetzt haben wir nur einen zweiten da. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir dem natürlich auch noch ein Bett machen, ne? Ich glaube, das ist er jetzt hier. Der soll erstmal trainieren gehen. Und er geht da trainieren. Und da gibt es jetzt einen Grand Theft Trash. So, jetzt müsste ja der zweite da, Bereich frei, der Spielplatz ist jetzt frei, genau. Gut, das bedeutet, die beiden sind jetzt soweit fit. Der 18er, der geht jetzt hier pennen. Und er geht jetzt erstmal sammeln auf dem Spielplatz. In der Zeit. Ne, da waren wir, da waren wir hin. Kleines Video, was wir nicht sehen. So, und wir sind da und können jetzt hier erstmal den Müll aufsammeln. Alles nehmen. Alles nehmen. Alles nehmen. Ist nichts drin, schade. Und auch alles nehmen. Da ist noch was zu essen drin, das ist sehr gut. Ich glaube, das war es jetzt. Das gehört irgendeinem von den Typen, die hier sind. Mit dem kann man kämpfen. Der hat eine Quest. Oh, hey.
Krackpfeife. Keine Ahnung, was das ist. Ich nehme es mal an. Achso, und da sind die anderen beiden da. Die haben das wahrscheinlich, wa? Werde die Kinder auf dem Spielplatz los und bringe das Rohr zurück. Ja, gut. Aber ich würde jetzt sagen, wir machen erst hier einen Cut, gehen wieder nach Hause und hoffen dann, dass wir ihm da erstmal noch ein Häuslein bauen können. Hier können wir erstmal was zu essen kochen. Das soll mal einer machen. Naja. Der eine erholt sich jetzt im Stehen hier, hat aber Hunger. Der kann aber nichts kochen. Ja gut, dann würde ich aber sagen, machen wir erstmal hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.